Bester Kinder- und Jugendkrimi. Nominiert für den Hans-Jörg-Martin-Preis 2014 sind Elisabeth Rapp, Wenn er mich findet, bin ich tot. Ein Camp für schwer erziehbare Jugendliche im Norden Finnlands. Ein Mädchen wird ermordet. Tilly ist sich sicher, der Anschlag galt eigentlich ihr. Elisabeth Rapps Thriller besticht durch seine komplexen Figuren, den eigenwilligen Tonfall und die bildreiche Sprache. Gleichzeitig ist Tillys Geschichte so spannend, dass man das Buch erst nach dem fulminanten Finale wieder aus der Hand legt. Ina Romec und Martin Werk. Geheimsache Lapskaus. Der Edelpudel Raisa von Hohe Luft Schillingsbeck wird entführt. Oskar und sein bester Freund Zack sollten eigentlich nur auf den Hund aufpassen. Doch plötzlich sind sie mitten in einem echten Kriminalfall gelandet. Ina Romec und Martin Werk ist ein großartiger Kinderkrimi gelungen. Mit viel Humor und tollen Figuren bereiten sie den Lesern ein außergewöhnliches Lesevergnügen. Alice Gabatula, No Way Out. Das war kein Unglücksfall. Mike wurde nicht versehentlich angefahren. Der schwerreiche Jake hat ihn bewusst ausgesucht und mit seinem Auto regelrecht abgeschossen. Wie ein Tier. Doch wer glaubt schon einem herumstreunenden Jugendlichen? Alice Gabatula schickt die Leser auf einen Höllenritt. Kompromisslos im Ton und mit einem Plot ohne Atempause. Am Ende bleibt nur zu hoffen, dass die Welt, die die Autorin in No Way Out entwirft, fiktiv ist und auch bleiben wird. Sicher ist das leider nicht. Johannes Groschupf, Lost Places. Es ist ein gewöhnlicher Sommer, bis sich Chris mit den Bandidos anlegt. Johannes Groschupf überspringt mit seinem Roman Absperrzäune und entführt seine Leser in die fantastisch anmutende Welt der vergessenen Plätze. Durch die lebensnahe Charakterisierung der Protagonisten fällt eine persönliche Identifikation leicht und man wird fast spielerisch in die abenteuerliche Geschichte hineingezogen. Gina Meyer, Morgen wirst du sterben. Am 2. Juli wirst du zahlen. Vier Personen erhalten dieselbe Mail. Die Spinne hat ihr Netz ausgelegt und das Netz beginnt sich zuzuziehen, Seite für Seite. Mit einem cleveren Plot und raffinierter Sprache versteht es Gina Meyer hervorragend, den Leser am Weiterlesen zu halten, bis zum großen, bleidurchsetzten Finale, das überraschende Ende garantiert.